Herzlich willkommen zurück zum YouTube-Video Entwicklung einer Desktop-Software für Compow mit C++, Qt und SQLite. Nachdem wir im letzten Video das Grundgerüst gebaut haben, also das GUI-Grundgerüst, wollen wir uns heute einmal um die Branchen kümmern. Die wollen wir auslesen und hier in dieser Listbox darstellen. Beginnen wir mit dem Grundgerüst, nämlich den Typen dafür und den Bibliotheken dafür. Wie ich im ersten Video bereits sagte, wir werden kein ORM oder Entity Framework oder sowas benutzen. Dafür ist einfach diese Software viel, viel, viel zu klein. Es geht hier um zwei, drei Queries, die wir abschießen müssen. Und dementsprechend machen wir das tatsächlich händisch auf die altmodische Art und Weise. Und zwar beginnen wir ganz unten mit einer Klasse, die wir Type nennen. Davon leiten wir dann die Typen für die Branchen und die Typen für die Firmen nachher ab. Die wollen wir im Library-Verzeichnis speichern. Und die sollen schon ein wenig generisch sein, aber nicht zu generisch. Wir benötigen einmal QString. Und ich überlege gerade was. Nee, ich möchte sogar noch eine weitere Ebene haben. Und zwar eine Klasse, die Object heißt, wovon wir die Objekte ableiten. Denn beide Objekte, nee, mehrere Objekte sollen theoretisch ein paar gleiche Funktionalitäten, Methoden haben. Und zwar möchte ich, dass man dem Objekt einen Namen geben kann, den man später auch ohne weiteres auslesen kann. Set Object Name. Oder nein, wir nennen es nur Set Name. So. Und jedes Objekt muss auch tatsächlich einen Namen haben. Irgendwie nerven mich diese Nicht-Vim-Editoren extrem. Ich glaube, ich versuche es doch nochmal mit diesem Fake-VRM. Kann man jetzt, während wir dieses Tutorial oder während wir dieses Video machen, einfach mal einschalten. So, was hat er denn? Eigentlich soll er die Einstellungen von dem C++-Zeug nehmen. Ich weiß nicht, ob der das jetzt auch macht. Wir probieren einfach mal aus. Nee. Tatsächlich macht er das nicht. Dann sagen wir hier mal 4. 4. Einen blinkenden Cursor. Automation. Bla. Highlight Search Results. Use Search. Use Ignore Case, Smart Case, Pest Control. Okay. A Copy Editor Settings. Ja, gute Idee. Schöner Knopf. Fertig. Na, aber trotzdem. Mal schauen. Ja, jetzt nach dem Neuladen geht's auch. So, gucken wir mal, ob das auch soweit klappt. This name gleich name. Return name.
So, warum wird denn hier gemeckert? Weil da aus irgendeinem Grund Q-Object steht. Ja, super. Funktionieren dann auch so Befehle wie SP? Oder nicht? Nee, nicht wirklich. Na gut. So, jetzt haben wir unser Objekt. Unser Objekt kann einen Namen haben. Das ist auch schon alles drin. Ich versuche einmal zu kompilieren. Es läuft auch noch. Dann können wir uns jetzt um Typ kümmern. So. Muss man mal alle Editoren schließen. Denn sonst funktioniert das mit dem Tab-Handling nicht so. Ah, jetzt geht's. So, dann implementieren wir das mal. Dann haben wir unseren Typen, von dem wir nachher die einzelnen Typen ableiten. Dann brauchen wir einen für Bibliotheken. Soll von Object abgeleitet werden und auch in lib liegen. So. Auch das soll ein Q oder const Q String Name haben. Huch. So. Okay, dann gucken wir mal, ob das auch kompiliert. Läuft durch. Dann brauchen wir als allererstes einen Typen für die Sektoren, also für die Branchen. Sector-Type. So, den leiten wir von Type ab. Ups, ich glaube, da ist jetzt ein Schreibfehler reingekommen. Genau, von Type ab. Und auch der soll unter lib liegen. So. So, der ist dann davon. So, und der hat ein paar Eigenschaften. Und zwar eine ID und einen Sektornamen. So, int ID QString Sector. So, das initialisieren wir auch direkt. Und dann brauchen wir weiterhin noch einen zweiten Sector-Type. Und zwar kriegt der einmal die ID und einmal den. Huch. Okay, also so tolle Autovervollständigung geht leider nicht.
So, und dann kommt set ID ID, set name name. Quatsch, nicht set name. Set sector. Sector. So. Und dann brauchen wir noch die Methoden dafür. Void set ID const end ID, void set sector const qstring sector. Und dann natürlich auch ein int get ID und ein qstring get sector. Ich benutze tatsächlich immer noch, auch wenn ich qt mache, bei Gettern und Settern das get. Das ist alte Gewohnheit. Üblich ist es ja eigentlich nicht. Normalerweise sollte die Methode nur Sector heißen. Ich mach's halt so. So, achso, die Methoden müssen wir noch implementieren. Ich weiß gar nicht, ob das hier so geht. Ah, geht. Perfekt. So. SID gleich ID. Kennt jemand eine automatische Methode, um Getter und Setter in Qt Creator zu basteln? Ich habe bis jetzt, glaube ich, nichts gefunden. Wenn ja, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Wäre auch sehr hilfreich beim Company Type nachher. Was ist hier genau das Problem? Ah ja. So. Leuchtet aber immer noch. Ah, jetzt nicht mehr. So, dann hätten wir einen Typen, der die ganzen Informationen des Sektors, also der Branche, speichern kann. Wir hatten das ja hier. Es besteht aus ID, ist ein Integerwert und Sektor, das ist dann der Name der Branche. Jetzt bräuchten wir als nächstes einmal einen Typen, der mehrere Sektoren speichern kann. Dafür erstelle ich erstmal einen Typen namens Types und der ist abgeleitet von Object, nicht von Type. Und auch der kommt in lib. So, und das wird tatsächlich, nee, wird's nicht. Ah doch, wird's doch. Es wird ein Template. So, abgeleitet ist er von QObject. Dann können wir da den Namen speichern. So. Und wir leiten ihn ab von QList. Und das wiederum impliziert, wir brauchen hier auch die Möglichkeit. Ah ne, brauchen wir noch nicht. Das geben wir nachher an. Ich weiß noch nicht, ob wir Pointer darin speichern oder nicht. Muss man noch gucken.
Macht das so Sinn? Probieren wir es gleich einfach mal aus. Denn wir würden jetzt einmal Sector Types machen und das Ding wäre abgeleitet von Types und zwar Sector Type und müsste auch in lib rein. So. Include Types und include Sector Type. So. Und der bekommt Sector Types übergeben. So, mal gucken, ob es kompiliert. Gut, läuft erstmal. Okay, probieren wir das doch einmal aus. Wir brauchen als nächstes eine Bibliothek, die uns die Sector Types füllt mit den ganzen Branchen. Sector Library. Und abgeleitet ist es dann von Library und es soll auch wieder in lib drin sein. So. Jetzt brauchen wir hier aber noch Sector Types, denn wir wollen Sector Types zurückgeben. Wir sollten vielleicht davor noch den Runtime Information Type mit übergeben. Und zwar als Pointer. Dann können wir nämlich hier auch Null Pointer übergeben. Void set Runtime Information Type. Runtime Information Type, Runtime Information Type Get, Runtime Information Type. So. Und dann fügen wir das hier mal ein. Okay. So, dann wollen wir das hier auch noch übergeben. Okay, dann haben wir das in Object drin. Das heißt, das muss in alle abgeleiteten Bibliotheken auch. Dann haben wir einmal Library. Auch hier kommt der. Runtime Information Type RIT. Irgendwie geht meine Escape-Taste nicht richtig. Ups, da fehlt noch ein Komma. Dann muss er natürlich noch in Sector Library. Die geht tatsächlich nicht richtig. Ah, hier war ich ja gerade noch dran. Um,
Hier ist es von Library abgeleitet. So. Genau, jetzt noch der Sector Type. Auch der bekommt den Runtime Information Type. Ja, ich überlege gerade, wie wir das am sinnvollsten machen. Theoretisch braucht er den gar nicht, aber also eigentlich braucht den Runtime Information Type nur die Library. Außer man möchte hier noch auf irgendwelche Werte oder so zugreifen. Na, das kann ja natürlich sein. Dann sollte man den aber vielleicht nach hinten machen und damit optional. So, das wird dann implizieren, dass wir hier auch Runtime Information Type Read machen. So. Kommt hier noch ein Komma hin. So. Und hier wollen wir auch Read machen und hier wollen wir auch Read machen und das kennt das System aber noch nicht. So, das heißt, hier käme der auch rein. Runtime Information Type Read. Aber auch hier gleich Null Pointer. Also optional. Jetzt könnte man natürlich auch zwei Konstruktoren schreiben. Wir machen es jetzt in dem Fall erstmal so. So, dann Type. Auch da Runtime Information Type Read gleich Null Pointer. Und Runtime Information Type Read. Und read. So. Dann hätten wir noch Types. Runtime Information Type read. So, das ist mir aber schon zu groß, zu lang meine ich die Zeile. Ich bin mir sicher, irgendwo haben wir ihn vergessen. Genau, hier muss er optional sein. Null Pointer in Object soll er auch optional sein. Da braucht er nicht rein. In Sector Libraries soll er natürlich auch optional sein. Aber Sector Type, das sieht schon okay aus. Dann Sector Type sieht auch okay aus und alles andere auch. Ich kompiliere mal durch. Oh, da geht's in die Hose. Ah, Library. Gucken wir uns das mal an. Library. Ah, da gibt es erstmal den Namen und dann kommt der Rest. Das wäre hier. Okay, das wäre dann Sector Library. Okay. Gucken wir mal, ob es kompiliert. Sieht sehr gut aus. Das heißt, als nächstes brauchen wir eine Methode, um alle Branchen einmal rauszuholen. Und zwar, wir suchen nicht nach einzelnen Branchen. Wir holen uns einfach den gesamten Baum einmal raus und speichern den in unserem Sector Types drin und lesen den dann nachher einfach aus. Fertig. Ganz einfach. Wir speichern das auch erstmal nicht als Pointer. Da müssen wir uns auch nicht groß um Memory Management kümmern. Kann ruhig ein bisschen eklig sein. Optimieren können wir danach immer noch.
Aber wenn man es nicht vorher macht, dann optimiert man in der Regel ja auch nicht. Das wisst ihr selber. Also was brauchen wir? Sector Types. Get Sectors. Fertig. Das implementieren wir jetzt. Und das auf die ganz einfache Art und Weise mit QSQL Query. Wir stellen ein Objekt. Ups. Jetzt muss man hier natürlich, dadurch, dass wir das als Pointer haben, sollte man das natürlich auch vorher prüfen. Machen wir es ein bisschen anders. Sector Types, if not writ, return Sector Type. Oder nee, machen wir es anders, noch anders. So, Sector Types, so. So, das ist eigentlich jetzt nur notwendig, wenn man diese Bibliothek noch bei anderen Dingen benutzt und das nicht übergibt, weil hier in unserem Programm stellen wir sicher, dass er Zugriff auf dieses RIT-Objekt hat. Deswegen machen wir jetzt hier keine Fehlerabfänge oder sowas. Es reicht einfach, dass wir dann eine leere Liste zurückgeben, weil die Liste wird nicht leer sein, weil wir das Datenbankobjekt so oder so übergeben, beziehungsweise den Runtime Information Type so oder so übergeben. So, die Query sieht ganz einfach aus. Select Stern from Sectors. Order by Sector. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch einen View, der das schon für uns macht. Können wir mal reingucken. Ne, Views habe ich gar nicht angelegt. Dann lassen wir das, dann gehen wir direkt auf die Tabelle drauf und ordnen das noch. Normalerweise könnte man jetzt hierfür einen netten View anlegen. So, while query.next, mach irgendwas. Und dann query finish. Das hier ist ein Konstrukt, das braucht man eigentlich nicht, weil am Ende wird sowieso alles aufgeräumt. Aber ich räume gern per Hand auf. So, das können wir uns hier sparen, diese Klammerung. Und hier können wir dann einfach sagen, Sektor. Nee, nee, die Klammerung können wir uns doch nicht sparen. Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Ist auch egal. Gucken wir erstmal, dass wir weiterkommen. Sector Types Punkt Append. Und da rein käme dann der Sector Type. Sector Type. Und der hat ja letztendlich Query Value ID to Int. Und Query Value Sector, das sind Variants, die da rauskommen. To String, deswegen caste ich die hier noch. Also automatisch gecastet, mehr oder weniger. Und dann hätten wir die letztendlich da schon drinne. Ich gucke mal, ob es kompiliert. Läuft schon mal durch. Deswegen die Klammerung brauchen wir eigentlich nicht, aber lassen wir sie mal drin. Wenn wir das soweit haben, dann könnten wir jetzt als nächstes das System einmal ausprobieren. Und zwar hier, include sect, ah ne Quatsch, lib sector library. Und dann machen wir Folgendes. If der ganze Plumperquatsch funktioniert. Ansonsten, da geben wir später dann noch eine hübsche Fehlermeldung aus. Code not initialize runtime information type. So, ansonsten erstellen wir ein Objekt von Sector Library, ups, übergeben dem RIT. Library. Holen uns dann Sector Types. Sector Types gleich Sector
Sector Library get Sectors, mal wieder falsch geschrieben. So, das korrigieren wir aber noch flott. Nee. Kompilieren das einmal durch. Führen es mal aus. Ja gut, explodieren tut es nicht. So, die könnten wir jetzt dann letztendlich durchiterieren. For each sector type and sector types, mach irgendwas. Und zwar qdebug sector type.getSector, genau. Führen wir nochmal aus. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Das wundert mich jetzt. So, dann schauen wir uns mal an. Geht er hier rein? Qdebug initted. So. Und ja gut, da geht er gar nicht rein. Gucken wir mal, ob der ins initted geht. Ja. Das würde auch implizieren, dass hier der Code an sich erstmal richtig wäre. Ah, haben wir denn hier tatsächlich auch... Ja, setID, setSector, setID, setSector, getSector, das sieht alles erstmal in Ordnung aus. Hoch. So, woran kann es liegen? GetSectors, auch das sieht erstmal in Ordnung aus. Ich würde sagen, wir gucken uns einmal die Query an, ob die funktioniert. Die funktioniert. Schauen. Ja. Ah, hier haben wir dann nachher noch ein Problem mit den Umlauten. Beim Sortieren, da musst du noch gucken. Also die Query funktioniert schon mal. So, gucken wir mal. Ja. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Nämlich. Genau, hier. Set Runtime Information Type. Red. So. Dann gucken wir mal, was dann passiert. Und wir sehen, die Sektoren bzw. die Branchen werden herausgeholt und aufgelistet. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt könnten wir als nächstes diese Sektoren dem List-Widget hinzufügen. Dafür erstellen wir uns mal ein Objekt, QListWidgetItem. Sector List Widget Item gleich Null Null Pointer. So. Gleich New Q List Widget Item. Klammer auf. Da rein kommt dann Sector Type Get Sector. Und Sector List Item. Set data sector type von get ID too few arguments. Ah, da muss man noch mal gucken, genau. Gucken wir uns hier mal die Hilfe für an. Und hier gibt es irgendwo set data. Da kommt noch irgendeine Rolle. This is a given role to the given value implements function, bla bla bla. So, default treats edit role referring the same data. Hm.
The key data to be rendered, decoration, edit, tooltip status, size hint. Rust is growing appearance meter von. Ja. Mit ja haben wir nicht nein. Da weiß ich gar nicht, wie man diese ID da drin speichert. Das ist für ein View, vielleicht kann ich da einfach cute display role reinmachen. Mal gucken, ob das klappt. So, das läuft schon mal durch. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch Sektor list widget set checkstate queueCheckState unchecked machen. Dann kriegt das Ding vorne eine kleine Checkbox, die nicht eingeschaltet ist. Und dann muss man das letztendlich nur noch dem View hinzufügen. Oder dem Widget hinzufügen. Und gucken wir mal, was passiert. Ah, okay, dann nimmt er tatsächlich vom Data-Teil das. Da muss man dann nochmal tatsächlich gucken, wie man denn da Daten drin speichert. Können wir mal schnell vielleicht machen. QListWidgetItem. Ja, doch. So, SetData. Es gibt noch Set Flex, Item Flex. Display Data. Mal gucken, ob man da noch sonst irgendwo ein Variant drin speichern kann. Ne, da muss man da tatsächlich nochmal gucken. Letztendlich könnten wir auch einen anderen Role nehmen. Vielleicht keinen Display Role, sondern. Hoch. Edit Role? Ich weiß es nicht. Also, ich möchte nachher auf die ID zugreifen können, die da hinterlegt ist. Ich kenne das jetzt von Wix Widgets so, dass man da einfach. Ne, das ist dem auch egal. Dass man da einfach einen Pointer hinterlegt. Hier dachte ich, das wäre ganz toll, wenn man so ein Variant hinterlegen kann. Anscheinend geht das so nicht. Da muss ich nochmal gucken, wie das funktioniert. Aber ist erstmal so. Und wir sehen auf jeden Fall, dass wir die ganzen Branchen hier schon mal drin haben. So, und wenn alle Branchen an ist, dann ist es auch aus. Und wenn nicht alle Branchen an ist, dann kann man hier auswählen. Da sollte das Verhalten natürlich im Standard erstmal andersrum sein. Erstmal sollte beim Start der Software alle Branchen an sein, das hier deaktiviert. Das ist aber sehr einfach. Das können wir mal schnell noch machen. Und zwar gibt es hier checked. Und hier gibt es enabled. Dann speichern wir das, kompilieren es einmal und dann sieht das Verhalten korrekt aus. Genau, und wie man da jetzt noch Daten hinterspeichert, ich kann ja mal schnell noch googeln. QListWidgetItemSetData. User Role. Okay, probieren wir das einfach mal aus.
Das könnte dann klappen. Da müsste man dann noch einmal drauf zugreifen. Beziehungsweise wir könnten uns das ja einfach im QDebug einfach mal anschauen. Mal gucken, ob der das so auslesen kann schon. Nee. So. Also liest er den Pointer aus wahrscheinlich. Genau. Dann machen wir einfach get, nee, data queued user role. Ja, sieht gut aus. So, die Zeit sagt leider Ende für heute. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir können hier die Branchen schon mal auswählen. Wir haben Zugriff auf die einzelnen IDs der Branchen. Dann können wir beim nächsten Mal einfach weitermachen. Müssen wir mal überlegen, womit wir jetzt weitermachen. Vielleicht mit Settings oder mit hier dieser Tabelle. Schauen wir mal, überlegen wir mal. Also, und das hier funktioniert auch ganz gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder Ideen, was man noch alles machen könnte, dann schreibt es ruhig. Bis dann, tschüss.